Ja, der Game Boy. Ganz viele Lizenzen. Englisch, Francais, Deutsch und ganz lauten Ton natürlich, selbstverständlich. So wollen wir das haben, natürlich ein bisschen leiser. Ich spiele es natürlich auf Deutsch. Hallo? Ah. BBC. Hit Customer Products und Hit Animation. Oh, da hoffe ich mal gute Animationen und Tiertext. Ja, wir spielen das Bob der Baumeister-Spiel, nachdem sich ein paar Gameboy-Spiele gewünscht wurden. Wie wir dieses faszinierende Stück Geschichte aus meiner wunderbaren, oder eher nicht so wunderbaren Kindheit. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Weil ich hatte damals sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Startoption, Kennwort, Punkte. Ich habe gehört und ich habe gesehen, das Spiel ist wohl gar nicht mal so lang. Punkte. Ja, das sind wunderbare Punkte. Das sind eher die Credits als Punkte. Ey. Ja, ich hoffe, ihr habt hier einen schönen Nostalgiefaktor mit dem Spiel. Ich weiß auch gar nicht, ob das Spiel Text hat, weil als Kind habe ich das nicht gelesen. Oh, doch. Bob und Wendy wollen für alle ein großes Picknick am Fluss geben. Wunderbar. Vorher müssen sie aber noch einiges erledigen. Und da sind wir. Da ist der Bob, der Meister. So, das sind die Aufgaben. Wir müssen alle einzelne Aufgaben machen. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister. Jo, wir schaffen das. Buggy und Mixi, Budel und Bob, Peppo und Wendy machen den Job. Doch auch der Rolle gehört dazu, so wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister. Jo, wir schaffen das. Kuschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob der Meister. Jo, wir schaffen das. Mehr Songtexte, https, www.songtextemania.com/wir-. Ja. Da ist ja nochmal ein dritter Nieser heute. Ja, danke für den wunderbaren Text. Jetzt sind wir alle wieder drin. Diese Tür, da wollte ich immer als Kind rein, geht aber nicht. Wir müssen nämlich hier rein. Achso, das Geile ist, Bob läuft sehr langsam, Bob kann aber auch rennen. Boah, das hat einen Nostalgiefaktor so. Wir machen als erstes die Mission hier drin. Und danach machen wir die hier draußen. Und wir fangen einfach mal an mit der ersten Mission. Oh, die Musik. Oh je, mein Zaun ist weggeweht. Kannst du die Latten suchen, um ihn zu reparieren? Yo. Oh, shit. Was war die Anzeige da? Oh, das war auf Zeit, ne? Es ist nicht schwer. Dieses Spiel habe ich übrigens damals sehr oft gezockt. Ach nein, das war ein Leben. Genau. Schlüssel. Hier haben wir ein kleines Museum. Da ist die Störung. Scheiße. Hat mir nicht noch eins? Hä, was? So werden mir da oben nur noch ein Zaun angezeigt. Danke, wie lustig. Das Spiel ist, das Spiel wird noch schlimmer. Nur, dass ihr schon mal wisst. Es ist nicht schön. Es ist echt nicht schön. Genau, das ist das wunderbare Aua-Geräusch. Das. Habt ihr alle gehört, hoffe ich mal. So, genau, der nächste. Hä, wir hatten doch vorhin schon angesagt. Was? Genau, das hat mich immer irritiert, weil hier müssen wir rückwärts laufen. Ja, ich habe das Spiel als Kind damals sehr, sehr gerne gespielt. Beziehungsweise es war ein Spiel, was halt nicht anspruchsvoll war und wo man eigentlich nur langlaufen musste und sich alles... ja, weiß ich nicht. Man konnte sich das halt einigermaßen merken, wie es hier losgeht. Ich habe das irgendwie einfach in Erinnerung. Die meisten Missionen, die sind sehr ähnlich zueinander. Übrigens, bevor ich wundert... Oh, hier ist gar nichts. Guck mal, guckt euch mal diesen schönen ikonischen Busch an. Nee, ich weiß nicht. Habt ihr damals... Oh! Habt ihr damals Bob der Baumeister geguckt? Ich hab's gesehen und ich hab's sehr, sehr gerne gesehen. Für mich war Bob der Baumeister aber zu Ende, als der Vater dazu kam bei einem Special. Oh, da ist der Kakund. Den hab ich auch schon wieder vergessen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt. Der ist von Bauer Gurke, der mit dem besten Namen im ganzen Spiel. In der Serie, meine ich, selbstverständlich.
Ui, kann springen. Aber nicht hoch. Doch, muss nur öfters drauf springen. Wunderbar. Wir haben es geschafft. Nicht schwer, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es ja ein mega kompliziertes Strategiespiel ist. Das kommt zum Schluss. Also ohne Scheiß, das letzte Level ist die Hölle. Das kann sein, dass wir es mehrmals spielen müssen. Danke, Bob. Jetzt kann Scrufti nicht mehr herein. Jetzt sind Brote für das Picknick. Hier sind Brote. Oh, wir haben Brote gekriegt. Wow. Ah, hier haben wir das Frau Töpfers Zorn. Frau Töpfer hieß die. Ich habe ganz vergessen. Jetzt brauchen wir das Rathaus. Also, guckt euch mal den Stift an, wie der hier runter geht. So, genau. Wir müssen jetzt das Rathausdach als nächstes machen. Oh ja, das ist das Kennwort. Also für alle Leute, die das Spiel gerne an diesem Punkt weiterspielen wollen, hier ist das Kennwort. Gut, das Rathausdach brauchen wir als nächstes. Ist das? Das ist es. Wunderbar. Der Wind hat einige Ziegel vom Rathausdach gefegt. Bob, hilfst du uns beim Suchen? Aber selbstverständlich. Oh, Schnitzel. Oh nein, nein, Bob. Hier kriege ich irgendwie ganz komische Flashbacks gerade. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß wirklich nicht wieso. Aber irgendwie habe ich gerade so ganz schlimme Erinnerungen an dieses Level hier. Was ist das am Ruckeln hier? Also nicht am Ruckeln, das ist aber so. Oh shit! Hier fliegen Zeitungen herum. Da guckt euch das Ding mal an. Oh, ich krieg grad so Flashbacks an der Kindheit. Oh nein. Oh nein. Waren alles. Es kommt gerade wieder alles wieder hoch, Leute. Es kommt alles wieder hoch. Oh, shit. Stimmt, den habe ich auch vergessen. Ah, stimmt, man konnte die wegkicken. Was passiert aber, wenn man stirbt? Ich will es nicht raus. Kann man überhaupt sterben? Kann man so blöd sein und sterben? Ich glaube, ich bin noch nie hier gestorben. Das ist das Lustige. Mag Schnitzel? Oh, Schnitzel. Okay, do it. Wir sind da für dich. Danke, danke, danke. Konnte man nicht hier in die Uhr rein? Wow. Guckt euch das mal an. Hier könnt man uns die Uhr angucken von innen. Ist das nicht geil? Hier ist aber gar nicht. Warte, ist sie in? Was bringt mir das, hier reinzugehen? Hä? Oh, wir haben Leben bekommen. Soll das einfach so zeigen? Ey, guck mal, hier funktioniert die legendäre Rathausuhr aus Folge 369. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, mir hat das jetzt nichts gebracht. Ich weiß nicht, habt ihr jetzt irgendwelche neuen Schlüsse gezogen? Übrigens, diesen kleinen Raum finde ich auch echt geil. Was sagt der da überhaupt? Und was macht der mit der Hand? Danke, Bob. Jetzt können wir das Dach reparieren. Hier ist Limonade, Feuer, Picknick. Oh. Jo, Rathausdach. B2WK. Allem aufschreiben, Leute. Ihr wisst, ihr müsst das Spiel auch noch spielen, ne? So. Genau, hier kommen die Noten. Oh, hi, neues Quality Stream. Oh, der allerbeste. Besser kann es gar nicht sein. Spielen das Bob der Baumeister-Spiel für den Game Boy Color. Der Wind hat alle Notenblätter von der Bühne gewählt. Kannst du mir beim Suchen helfen? Selbstverständlich, Herr Gurke. Oh, shit. Das sind wirklich Flashbacks hier, die gerade hochkommen. Ich sag's euch. Oh, habt ihr den Sprung... Oh, shit. Oh, nein. Also, den Abschnitt mochte ich nie. Oh, shit. Also gar nicht. Ich glaube, war hier nicht ganz rechts noch ein... Oh. Ich bin so begeistert, wie viele Verstecke hier sind. Ach, guck mal, wieder einen Bob leben. Oha. Wow. Warte mal, war da jetzt irgendwas? Wow, hier ist absolut nichts. Die Serie habe ich nie geschaut. Was? Ist die Strohpuppe auch im Game? Oh ja, der gute alte Knolle. Knolle macht seinen Job, Bob. Knolle ist der Beste. Und Bauer Gurke. Und Rumpel natürlich.
Rumpel darf man nicht vergessen. Rumpel hat immer... Niemand wusste, wem gehört jetzt Rumpel. Ist das von Bauer Gurke so eine Maschine? Oder gehörte die auch Bob? Ist die ausgestoßen gewesen einfach? Da ist er! Da ist der Mistkerl! Komm, wie er sich freut darüber, dass der Papier... Ah! Bring mich nicht um, Knolle. Hier oben ist gar nichts. Knolle, der Sprecher übrigens, das ist der neue Thaddäus-Sprecher und gleichzeitig ist das der Sprecher von Cotsworth, oder wie der Name auch immer heißt, aus irgendeinem Fallout-Teil. Ich habe keine Ahnung, Fallout 3, glaube ich, war das, ne? Oder 4? Weiß es nicht. Also, wir müssen halt nacheinander Level machen, wo wir Sachen einsammeln müssen, weil irgendjemand irgendwas verloren hat und das ist alles für das große Picknick, was die Stadt veranstalten will. Keine Ahnung warum, aber sie wollen gerne ein Picknick machen. Oh, da geht's ja gar nicht weiter. Oh nein, was ist das denn hier für ein Weg? Ich habe das Gefühl, ich vergesse irgendwie die Hälfte. Oh shit, da geht's auch nochmal weiter. Ist ja gar nichts. Teletubbies. Nix gegen die Teletubbies. Die sind halt mega kacke, aber nix. Guck mal, da oben war gar nichts. Die hätte man einfach gerade auslaufen können. Was ist das denn für eine Logik? Übrigens, ich weiß gar nicht, wo der letzte Notenblatt ist. Da. Ich glaube, man kann hier rüberspringen. Genau. Ach ne, man kann ja nicht rüberspringen. Aber ey, guck mal, da ist das Ding, was, wo die weggeflogen sind. Danke, Bob. Jetzt kann die Band spielen. Hier ist etwas cool. Boah, Picknick. Wow. So, damit haben wir, lohnende Noten. Als nächstes kommen Meyers Pakete. Oh, shit. Da haben wir sie. Die Meyer-Pakete. Knolle, alle Pakete versteckt. Kannst du mir beim Suchen helfen, Bob? Also, ich hätte Knolle schon längst ins Kittchen gesteckt. Guck mal, hier ist sein Bauhof. Sehr kreativ. Oh. Guck, ich liebe diese Animation, wenn er Sachen hochhebt. Ist so stylisch. Ah, stimmt. Ich glaube, hier muss man fast nur geradeaus laufen. Ich weiß gar nicht, ob hier oben irgendwo was war. Ich glaube, hier kommt gleich nur ein Hund. Ding. Es ist ja ein Postbote. Da muss man natürlich den klischeehaften Hund auch noch dazu setzen. Komm, wir haben schon fast alle. Also da ist... Ich glaube, das macht Aua. Der Bär im blauen Haus. Oh, das war ein geiles... Hier ist ja auch wieder nix. Guck dich diese Bewegung der Beine an. Und guck dich... Ach, das ist immer noch meine Lieblingsbewegung. Sind das deine Knie oder kriegt er einfach so einen dicken Bauch? Ich will es gar nicht wissen. Das sind so Sachen im Leben, die will man nicht wissen. Der war schon große Schenkel. Guck mal, mit Kuschel. Oh, und Kuschel macht Aua. Warum ist der auf dem Schlüssel drüber? Kann man dann vorher gar nicht da rein oder was? Was haben wir hier? Oh, Kanalleitungen. Untergrundbauarbeiten. Illegale Farmen von Pilzen und sowas. Hier wird irgendwas Illegales angebaut, ich sag's euch. Boah, ich könnte jetzt so... Hier ist nix! Da war nur ein Leben! Ich bin irritiert. Da war noch ein Leben davor, das hat noch nicht mal was gebracht, weil da war einfach ein Leben. Und warum sind überhaupt vor... Boah, du hast hier einen Schlüssel, da kannst du geheim Tür öffnen und dann so... Ja, aber das ist immer direkt da drunter, es bringt nichts. Warum ist da überhaupt ein Schlüssel? Was ist das für ein Sinn? Ich verstehe das Spiel nicht. Bitte, man muss hier nur geradeaus rennen. Die ganzen Sachen sind hier einfach. Wenn jetzt das Paket hier oben ist, wäre ich überrascht. Und das meine ich ernst. Ich wäre echt überrascht. Natürlich ist es nicht hier oben. Das erwarte ich auch. Kann ich hier rein? Nein, da ist das letzte Ding. Danke, dass du die Pakete gefunden hast, Bob. Hier ist Schokolade für das Picknick. Schokolade zum Picknick? Ich bin entsetzt. Ja, füttere Kuschel ist letzte Mission. Dann wollen wir doch mal den Kuschel helfen. Hier ist übrigens der Zettel nochmal. So, wir wollen jetzt die letzte Mission machen, die man hier im Haus hat. Kuschel ist hungrig. Kannst du Heringe zum Füttern finden, Bob? Ah,
Der Blätterhaufen. Oh, das wunderbare Geräusch. Oh, shit, stimmt, das war ja auch hier in den Bäumen. Nein, und was ist das? Ist das eine Mülltonne? Nee, wir werden es nie erfahren. Oh, man kann hier hochspringen. Also ich muss sagen, Bob der Baumeister habe ich damals gerne geguckt. Ich weiß, ich müsste mal wieder ein paar... Ich habe sogar letztens ein bisschen reingeholt. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum. Ich glaube, das war sogar wegen Knolle und so. Weil ich da einfach mal nochmal gucken wollte, was dieser Ratz eigentlich so drauf... Guck mal, ihr isst einfach nichts. Und wisst ihr was? Man könnte ja so sagen, okay, dann sind das halt die Anfangslevel und so. Ist ja auch für Kinder. Aber es kommen keine Level danach mehr. Es sind nur die Level, die wir da auf diesem Klemmbrett sehen. Es ist nicht mehr. Achso, übrigens mein Lieblingsdetail. Wir suchen gerade Fische für Knolle. Es sind einfach nur Gräten. Darauf freut sich jede Katze. Wow. Hier ist ein Kackvogel übrigens. Der hat uns auf den Kopf gekackt. Guck mal, jetzt können wir noch in einen Baum rein. Boah, ich hoffe, hier ist irgendwas richtig Geiles versteckt. Ein Pilz. Guckt euch das mal an. Da ist sogar eine Tür. Achso, warte mal. Ja, das ist gar keine Tür. Man kommt da nicht rein. Da ist nix. Oh, shit. Okay. Nein, das sind Pyjamas, habe ich geliebt. Was war das denn noch? Huh? Ach doch, da habe ich ein Kuscheltier von gehabt. Doch. Ich hätte gerne ein Auto, was mich von selbst nach A nach B fährt. Reden, bräuchte ich da nicht. Das Auto braucht nicht reden. Kein Knight Rider-Mobil. Wie heißt es nur? Kit hieß das, ne? Ich habe das nie geguckt. Müsste ich aber mal machen. Kommen jetzt Playmobil-Sets raus. Wow. Komme ich da rein? Ist das eine Tür? Es ist keine Tür. Und es ist einfach wieder absolut gar nichts hier. Ich bin noch nie an das Ciao Marco Ciao. Heidi Biene Maya. Ja, Heidi Biene Maya kenne ich natürlich. Aber Ciao Marco Ciao, was war das denn nochmal? Ach, das ist ein Lied. Ach nee, es gibt ein Lied. Aber mir wird das Lied als erstes angezeigt. Doch, den Burschen kenne ich. Sieht aber sehr aus wie Heidi. Ist auch so ein Anime, ne? Ja. Super Mario habe ich auf dem Gameboy gerne gespielt. Also das werde ich auch noch spielen, aber da muss ich erst mal gucken, wo ich das herkriege. Weil das, wir hatten davon auch eine Version, aber ich weiß nicht, wo das ist. So. Haben wir noch einen Fisch? Jetzt fehlt nur noch eins. Ich weiß gar nicht mehr, wie das... Hier ist einfach nichts. Also ja, hier sind Fische. Genau, da vorne ist Kuschel. Mach ich das mal an. Super Bob, hier sind Früchte für euer Picknick. Euer Picknick. Also erwarte ich, Wendy, dass du nicht dabei bist, ja? Wer? Ich wag dich. Das ist jetzt unser Picknick, nicht mehr deins. So, wir sind fertig mit den ganzen Sachen drinnen. Also die beiden Missionen sind geil. Aber Rollosstraße vielleicht auch noch. Buddel ist auch noch geil. Und Buggys Picknick geht nicht, weil wir erstmal alles machen müssen, weil ich glaube, Buggy fühlt sich nicht wohl. Gut, machen wir mal raus. Das Spiel Two-Point Hospital habe ich auch mal wieder geöffnet. Das Krankenhaus hat Schulden und die kranken Patienten schicke ich nach Hause. Also ich habe ja letztens überlegt, ob wir mal die physische Version uns holen. Aber, ja. Muss ich mal gucken. Hätte ich schon Bock drauf. Wir können erst zum Picknick, Buggy, wenn alles erledigt ist. Ja genau, Buggy ist traurig, weil er erst arbeiten darf, wenn alle gearbeitet haben. Deswegen, das war für mich auch so ein Grund, weshalb Buggy so der Anführer für mich ist, weil... Ah. Ich muss übrigens mal ganz kurz was nachschauen, weil ich glaube, der Chessy hat gerade Unsinn gemacht. Keinen Unsinn gemacht. Ich dachte, jemand hat Unsinn gemacht. Dann war das wohl irgendjemand anderes. Oder ich habe wieder irgendwas gehört, was mich nichts angeht. So.
Okay. Das ist übrigens auch eine der beschissensten. Das ist die zweitbeschissenste Aufgabe. Die neue Straße. Wie hat der nochmal geredet? Der hat doch immer so: Die neue Straße ist ja holprig, Rollo. Kannst du sie vom Picknick planieren? Das hat gar nicht Rollo gesagt. So, genau. Ja. Ich glaube, hier ist das tatsächlich Zeit da oben. Übrigens habe ich immer früher versucht, so einigermaßen schräg zu fahren. Ja, das Schwierige ist. Genau. Jetzt ist das nicht planiert. Wir müssen nochmal zurück und nochmal vor. Und jetzt ist es immer noch nicht planiert. Doch. Okay, wir müssen nur einmal vor und zurück. Ganz klar. Und wir haben schon ein Zeitding weg. Ist dieses Spiel nicht bezaubernd? Ist dieses Spiel nicht bezaubernd? Übrigens muss ich die ganze Zeit A drücken, sonst fährt er nicht nach vorne. Aber mit B stoppt er, okay. Zeitlupenaufnahmen ganz vergessen. Was? Was? Ach, wegen Baywatch. Du hast gedacht, die Rede über einen Snyder-Film. Ich habe auch mal versucht, alle einmal zu planieren und dann rückwärts zu fahren, aber das ist auch ein bisschen blöd. Wow! Ist das Spiel nicht herrlich! Das Spiel vermittelt mir ein fertiges Bild von Straßenbauarbeiten, ist so gestaltet, die schnelle fertig sind. Es suggeriert mir eher, dass Schlaglöcher einfach so bereinigt werden. Einfach so. Aber es ist. Tut es nicht. Das Spiel ist echt niedlich. Ja. Wow, ein Bobkasten! Und wir haben wieder fast volle Leben. Das habe ich ganz vergessen. Bobkasten. Brauchen nur noch zwei Dinger. Ah. Kann man da Leben verlieren? Zeit. Also das ist jetzt Zeit. Ist das nicht geil? Ist dieses Spiel nicht wunderbar? Habt ihr schon mal so ein geiles Spiel in eurem Leben vorher gesehen? Guck mal, da oben sind schon Fahnen. So richtig so, wow. Da müssen wir natürlich auch hin. Guck mal, wie er abdanced. Was mir wieder gefällt, ist die sehr realistische Wiedergabe der Fahrradwege auf der Straße. Ja. Gut gemacht, Rollo. Das wäre erledigt. Ja. Also schön gemacht. So, jetzt kannst du abhauen. Das war's. So, jetzt haben wir den guten Heppo. Heppo, bitte hilf die Entenküken retten, bevor sie die Strömung fängt. Bitte, was ist das? Das ist ein Kinderspiel, schreib das doch hier richtig. Zu retten. Diese Mission fand ich damals immer richtig lustig, besonders weil man Heppo so schön verarschen kann. Man verliert übrigens nicht nur Leben, sondern diese Böse, die darf man nicht nehmen, weil so wird Heppo traurig. Nein, nicht die Ente! Nein! Die ist tot. Oh, den Fisch. Den Fisch müssen wir natürlich nehmen. Den Fisch kann man nicht mitnehmen, weil der ist ein bisschen zu glitschig. So. Also, die darf man nicht. Darf nur die Enten. Und eine andere Sache darf man auch.
Da haben wir sie doch. Hui. Schau mal, die Peter macht das. Alter, ist das kacke hier. Boah, ich habe mir das gar nicht so schlimm in Erinnerung. Mit dem Warten. Da. Das ist ja gar kein... Ich dachte immer, das wäre ein Baumstamm, der aber zur Seite schwimmt. Das sieht man ja, dass es so ein Bob-Teil ist. Wow. Oh. Das ist ja noch nicht mal schwer. Das ist einfach nur langweilig. Wieso habe ich das so gut in Erinnerung? Oh. Das war für mich immer eines der besseren Spiele. Wir haben auch eine Ente verpasst. Die dreht noch eine Runde, wisst ihr? Besonders zu retten. Wohin denn? Die werden ja einfach unten lang geschwommen unter der Brücke. Und dann werden die auf der anderen Seite wieder draußen gewesen. Oder ist da so ein Häcksler oder sowas? Boah, Alter, gib mir doch noch mehr Enten. Da. Da sind doch noch. Wir haben ja nur die Hälfte, ne? Wow, noch ein Bob-Paket, bevor wir sterben. Ja, hier ist noch ein Paket, das ich Überstunden machen darf. Geil. Ja, wenn das die Arbeitszeit ist und der holt sich jedes Mal so ein Päckchen, dass der noch Überstunden machen darf. So, oh. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Chicken Nuggets gibt es dann einen Schloss weiter. Enten-Nuggets. Schön Entchen-Nuggets. Ist auch ein geiler Job, den ganzen Tag die Enten zu holen. Die Enten, die schwimmen dann sowieso wieder. Oder laufen. Wo laufen die eigentlich hin? Oh, guck mal, wie der da rumläuft. Das ist wie bei... hat jemand Pinocchio geguckt, den Anime damals? Mit der Ente? Und da lief immer so eine kleine Ente rum. Und die hat immer so... gemacht. Keine Ahnung. Fand ich bescheuert. Obwohl das Intro war cool. War auch ein Anime. Mhm. Aber was mich total irritiert, der Junge aus dem Halloween-Film, dem ersten, mit Michael Myers von 78, der hat dieselbe Stimme wie die Ente. Deswegen kann ich die deutsche Synchro von dem Film nicht so ernst nehmen. Weil ich jedes Mal denke, oh nee, das ist der Entenjunge. Zeit nach Stunden halt. Oh, okay. Die Enten müssen doch noch entstehen. Ach, er zündet Küken oder was? Da ist die letzte! Wow! Guckt euch das mal an. Gut gemacht, Heppo, das wäre erledigt. Ich glaube schon. Hat er doch immer gesagt. Ja, wow. Faszinierend. Gut. Das ist meine Lieblingsaufgabe. Mixi, kannst du Knoller helfen, die Äpfel für das Picknick einzusammeln? So, das kannst du Knoller helfen? Wisst ihr, wie die Aufgabe ist? Erstmal eine grauenhafte Musik zu haben und dann die Scheiße da einzusammeln. Hahaha. Und wieder lacht. Genau, ein bisschen. Das gut getimt zu machen. Und natürlich kommt da immer ein Kackvogel vorbei und der uns doch mal so Zeug holt. Genau, so. Übrigens ist das gar nicht mal so einfach. Also ist wirklich nicht einfach. Du musst das wirklich genau... Das muss genau treffen. Ich hätte gerade irgendwie Bock so auf alte Kinderserien. Sowas wie, weiß ich nicht, typisch Andy oder so. Da hätte ich jetzt Bock drauf. Die können jetzt gerade gucken. Wow. Guckt euch das mal an. Wow, wieder volle Leben. Warum ist das so einfach? Also so kurzweilig. Also es ist jetzt nicht so einfach, dass das halt trifft, aber es ist jetzt auch nicht so... Ach, keine Ahnung. Denkt euch was aus. Gut gemacht, Mixi, das wäre erledigt. Okay. Hat dich Mixi auch immer Unsinn gemacht? Mixer. Und das ist übrigens das Schlimmste. Als nächstes kommt eigentlich Buggy.
aber nein, Buggy geht nicht. So, weil der hat keinen Bock. Wir müssen jetzt das ist mit... Wie heißt der? Warte mal, das ist Buggy, Mixi, Heppo und Rollo. Wie ist der denn nochmal? Und Rumpel gibt's auch noch, aber Rumpel sieht man hier nicht. Wie heißt der nochmal? Wir hatten immer so ein Telefon, das war so ein Bob und der hatte halt so Dinger drauf und dann konntest du halt auf die verschiedenen Leute drauf drücken und der hat immer gesagt, ich kann's wegschieben. Buddel heißt der, klar. Kannst du Bauergurke helfen, deine Maut zu reparieren? Die Mission ist übrigens auch kacke, weil die funktioniert eigentlich nur so und zack. Also A drücken. Übrigens, habe ich vergessen, wie das ging. Und B. Ich dachte, die werden sogar immer hingeschmissen. Ich kann's wegschieben. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen alle gesagt haben. Ich glaube, Buggy hat wirklich gesagt, auch dieses... Nee, das hat... Wendy hat gesagt, können wir das schaffen? Ich kann's wegschieben. Was haben die anderen gesagt? Ach, Rollo hat gesagt, ich kann's plattwalzen. Ach man, Entschuldigung, ich kling grad... Was erzähle ich da? Hallo? Danke, Buddel, das wäre erledigt. Ja. So, das war das Vorletzte. Warum ist das Spiel so kurz? Das habe ich gar nicht so kurz in Erinnerung. Kannst du alles fürs Picknick zusammentragen? Pass auf, dass du nirgends anstößt. Übrigens. Ich habe einen Bauarbeiterhelm hier irgendwo rumliegen. Aber das ist von irgendeiner komischen Sanitärsfirma, keine Ahnung. Und wir hatten auch tatsächlich so viel Merch, ne? Kann's kaum ertragen. Wir sind gleich fertig. So. Das ist die schlimmste Mission hier. Warum ist hier die schlimmste Mission? Wir müssten hier mehrere Pick... Boah, Alter, ist der schnell drauf. Wir müssten hier mehrere Picknick-Sachen holen. Und das Problem ist, man weiß nicht, wo man langfahren muss. Man weiß es nicht. Ja, das war Käse. Habt ihr gesehen, da kam ein kleiner Käse raus. Da kam eine Banane raus. Das habe ich nie verstanden übrigens, warum da Essen rauskommt. Oh shit. Das war eine Kartoffel. Das ist ein Apfel. Oh, hier. Ja, und die Mission kann sein, dass wir die öfters machen müssen. Nur wie gesagt, man weiß nicht, wo man lang muss. War nicht das da auch irgendwas? Oder... Ich habe das Gefühl, wir haben schon mega viel verpasst. Warum ist hier nix? Hä? Ich verstehe gerade nicht, was will das Spiel von mir?
Wir brauchen nur noch einen Gegenstand, dann sind wir fertig. Sollte man meinen. Ja. Hä? Ja, das ist viel schwerer in Erinnerung. Ihr beiden müsst jetzt nur nach oben. Davon sterben die Gehirnzellen bestimmt von weg. Ja, merkt man ja bei mir. Hey. Bist du warum realistisch für die Zeit dargestellt worden? Ja, auf jeden Fall realistischer als in Pokémon. Das Essen und das soll nirgends gegenstoßen. Ja, ja. Aber nee, weil ich verstehe halt nicht, wir müssen das ja erst einsammeln. Deswegen ist das ja so komisch. Aber ja, ich denke mal, das wird der Sinn dahinter sein. Bei der Mucke wird man doch noch bekloppt. Nein! Hä? Ich hab, also als Kind hatte ich da echt gestruggelt. Danke, Buggy, das ist toll. Endlich können wir unser herrliches Picknick genießen. Ich will gern wissen, wie viel das Spiel damals gekostet hat. Das hat mir 45 Tacken gekostet. Garantiert. Also ich bin fertig. Ich bin durch. Das war's. Wie lange saßen wir jetzt hier dran? 2 Minuten? Was hat die da auf dem Tisch? Ist das ein Schwein? Oder ein Kopf? Das ist Bauer Gurkes Kopf? Ein Kinderkopf ist das. Die sind sehr kleiner. Ja, und jetzt? Drücke ich Start? Oh, wunderbar. Ja, wie finde ich das Spiel? Also, ich habe es früher gerne gespielt. Hast du das Ding ja flott? Ja, also. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Guck mal, wie viele Leute da gearbeitet haben. Da muss doch irgendjemand oder guck mal, wie viele Leute da. Das sind ja mehr Special Thanks, als da Leute dran gearbeitet haben. Kostete damals bestimmt viel in D-Mark Zeit. Ja, glaube ich schon. Also wir haben es damals neu gekauft. Das war nicht gebraucht, dass ich das irgendwann gebraucht gekauft habe. Ich habe das. Das war eine meiner ersten. Bob and the Bandstand. Was? Ach so, das ist von der Episode. Ah. Wär's mit Schwierigkeitsstufe Mittel nächstes Mal? Es geht doch. Was? Was? Man kann das. Was? Hä? Wusste ich das damals nicht oder habe ich das deswegen so viele Probleme gehabt? Naja. Naja, also ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit dem Spiel. Ja, das war das Bob der Baumeister-Spiel. Vielleicht spielen wir es ja irgendwann nochmal mit einem anderen Schwierigkeitsgrad, ne? Aber es war erstmal Bob der Baumeister. Und jetzt gucken wir, was wir als nächstes machen. Ah.